Team Factory, hallo Leute da draußen, herzlich willkommen zu unserem 31. Team Factory Home Workout aus der CrossFit Factory mit der bezaubernden Sarah und dem bezauberten Chris. Herzlich willkommen. Leute, heute ist schon wieder Freitag, die Woche ist rum. Ja, und ich finde, zum Ende der Woche kann man mal was richtig Hartes machen, oder? Leute, heute war es wirklich hart, ohne Scheiß. Es wird wirklich schwer, ja. Es ist relativ einfach, das werdet ihr sehen, aber es tut wirklich weh, ja. Was auf euch zukommt, seht ihr jetzt. Okay, Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr habt gesehen, was auf euch zukommt, ja. Drei Tabatas fürs Warm-up und am Ende Chat. Wir nennen das Chat Hero Workout Goes Wired, denn wir machen nicht nur 1000 Step-Ups, wir kombinieren das mit Sit-Ups und Push-Ups. Okay? Das wird lang dauern und es wird wehtun, aber hey, Ende der Woche. Machen, okay? Equipment, seht ihr hier. Ihr braucht für die Tabatas braucht ihr nichts, aber ihr braucht für das Workout einen Rucksack oder eine Gewichtsweste. Rucksack, in den ihr Gewicht reinmacht. Egal was. Für die Jungs sind es 20 Kilo und für die Mädels sind es 16 Kilo. Wer das RX machen will, macht sich Gewicht zusätzlich auf den Rücken oder Gewichtsweste oder nimmt es in die Hand oder was auch immer. Ja. Wie gesagt, es wird hart. Ihr müsst es nicht unbedingt RX machen, aber macht es. Macht es. Genau, kriegt ihr hin. So, also, Sarah zeigt euch jetzt das Warm-up. Warm-up besteht aus drei Tabatas und drei Movements. Auch das wird hart, ja. Tabata ist klar, ladet euch Spotify runter oder geht auf Spotify und gebt Tabata ein. Und dann ist ein Mann, der sagt euch, was er zu tun hat, wann ihr startet, wann ihr Pause habt und sagt euch an, wie viele Sekunden noch vom Tabata übrig bleiben und so weiter, ja. Das erste Tabata besteht nur aus Mountain Climber, okay? Ari, Platz. Platz. Das ist Platz. Und Mountain Climber wollen wir genauso sehen. Okay? Knie so dicht wie möglich an den Ellenbogen und hinten die Fußspitze berührt den Boden. Ja, nicht anders. 20 Sekunden on, 10 Pause. Das für 4 Minuten. Tabata 1. Okay? Tabata 2 ist Push-Ups. Aber keine Push-Ups, sondern 20 Sekunden Push-Up-Bottom-Hold. Okay? 20 Sekunden halten unten, dann könnt ihr von mir aus so Pause machen, ja, oder auf die Knie gehen. Das wird hart, okay? Nächsten 20 Sekunden von dem zweiten Tabata, Bottom-Hold. Okay? Sehr gut. Tabata 3 sind Hollow Rocks. Und auch da 20 Sekunden arbeiten. Ari. Hey. Ari, hier. Platz. Okay, das war Tabata 3, Hollow Rocks. 20 Sekunden Hollow Rocks, 10 Sekunden Pause, das für 4 Minuten. Ja? Drei Tabatas. Gut, wir kommen zu unserem Workout. Wie gesagt, das Workout besteht aus nur 1000 Box Step-Ups. Ihr braucht etwas, worauf ihr draufsteigt. Stuhl, Kommode. Leute, es muss stabil sein. Okay, ihr werdet 1000 Step-Ups machen, ja. Nochmal, ich hoffe für keine Knochenbrüche, Kniescheiben, die wechseln, keine Ahnung was, okay. Wir haben natürlich den Rucksack schon voll bepackt mit 50 Kilo für Sarah, mindestens 50 Kilo. Schneidet ihn euch fest, ja, macht einen Timer und fangt an, wie ihr die aufteilt, ist mir völlig egal. Ob ihr 10 rechts, 10 links, 50 rechts, 50 links, ist mir wirklich wurstiger. Ich möchte nur, dass ihr über das Standbein euch nach unten drückt, okay? Ihr werdet da vier Variationen reinbringen müssen, um die 1000 wegzumachen. Aber alle 100, und da müsst ihr euch Coins oder irgendwas holen, möchte ich, dass ihr 15 Sit-Ups macht und 10 Push-Ups, okay? Auch das, wenn man sich das so rechnet, sind das in Summe dann 150 Sit-Ups und 100 Push-Ups, okay? Wer keine 100 Push-Ups kann, geht auf die Knie, geht an die Kante von der Kommode, des Stuhls oder was auch immer, okay? Das könnt ihr euch runterskalieren. Das ist nur so ein bisschen
mal ein anderer Reiz, dass die Chicken Legs sich ein bisschen regenerieren können während den 15 Sit-Ups und Push-Ups. Okay? Ansonsten, ja, Chuck Goes Wild ist unser Workout und wir möchten euch mit diesem Workout ein wundervolles Wochenende wünschen. Samstag gibt es kein Workout, denn Samstag wird nochmal schönes Wetter sein. Genießt das Wetter, geht raus, schüttelt eure Beine aus, geht grillen mit zwei Personen. Ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht, was vielleicht dann kommt, ob wir Mundschutz tragen müssen. Mal schauen. Ja. Leute, bleibt in der Spur. Viel Spaß bei uns im Workout. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.